herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Leaders Café. Und heute habe ich natürlich wieder einen spannenden Gast hier bei mir sitzen. Heute im Shiner Club in Berlin haben wir uns getroffen. Dr. Zittelmann, er hat gerade den zweiten Doktortitel dazu bekommen, hat mich eingeladen, hier mit ihm zu sprechen im Shiner Club. Was ist der Shiner Club, Herr Dr. Zittelmann? Und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen können miteinander. Shiner Club, da gibt es seit, ich glaube, 15 Jahren. Das ist direkt an der Rückseite vom Adlon. Wenn man im Sommer oben sitzt, hat man den Blick aufs Brandenburger Tor. Und ja, ist nicht ganz billig hier, muss man dazu sagen, die Aufnahmegebühren und auch das Essen. Aber man kann hier in Ruhe sprechen und trifft auch interessante Menschen. Und ich bin also 3-4 Mal die Woche immer hier seit, ich glaube, fast 15 Jahren jetzt. Cool. Ist es denn für so Top-Führungskräfte, wie Sie auch eine sind, und Unternehmer wichtig, in ja, einer geschlossenen Atmosphäre zu sein, um sich unter Gleichgesinnten frei zu bewegen? Oder hat das mehr was mit dem Ego des Menschen zu tun? Bei mir hat es eigentlich nur was damit zu tun, dass ich nicht mag solche überfüllten Restaurants, wo eine große Geräuschquelle praktisch da ist, sondern ich konzentriere mich gerne nur auf mein Gegenüber. Und hier habe ich Räume für mich, wo ich mich also ausschließlich auf die Menschen, mit denen ich dann spreche, konzentrieren kann, ohne dass links und rechts ein Geräuschpegel und gelacht wird. Und ich habe eine nette Bedienung hier und alles und habe hier eine Dauerkarte in der Tiefgarage so und habe im Sommer schön, also passt alles. Also sehr praktisch. Ja. Sie haben ja gerade den zweiten Doktortitel gemacht. Wofür ist der noch notwendig gewesen oder was hat Sie motiviert, den also noch zu tun? Notwendig war der natürlich gar nicht, ja. Aber es hat mir Spaß gemacht und zwar meine Doktorarbeit, die zweite, das waren Interviews mit 45 Personen, die alle ein 2- bis 3-stelliges Netto-Millionen-Vermögen haben. Überwiegend Selfmade-Leute, die meisten Unternehmer, Investoren. Und die so, sagen wir mal, der Schwerpunkt war bei Menschen, die 30 Millionen bis 1 Milliarde haben und die meisten selbst arbeiten. Und das hat mich einfach interessiert, mehr über diese Menschen zu erfahren, mit den Menschen zu sprechen, über ihr Leben, über ihre Persönlichkeit, über ihre Einstellungen. Und da ich ja Wissenschaftler war, früher schon mal wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich gleich gesagt, dann mache ich eine Doktorarbeit draus, weil es gibt in Deutschland eine ganz, ganz große Armutsforschung, damit beschäftigen sich sehr viele, aber es gibt kaum Reichtumsforschung. Das heißt, wir wissen ziemlich wenig über Reichtum. Deswegen habe ich es gemacht. Der zweite Doktortitel, der war natürlich dann auch willkommen, aber das hätte mich jetzt nicht motiviert, da 1,5 Jahre mit zu verbringen, sondern das war einfach die Neugier, vor allen Dingen Spaß an dem Thema. Ja. Interessant. Ich habe mal geschaut, der Dr. Zittelmann ist ein umtriebiger Mensch. Damit wir den Leuten hier draußen was mitgeben können, meinen Führungskräften und Leute, die sich mit dem Thema Entwicklung beschäftigen, vielleicht so ganz kurz was zu Ihren Anfängen. Sie sind Journalist, Sie haben bei Zeitungen gearbeitet, Sie haben in Redaktionen gearbeitet, haben sich irgendwann selbstständig gemacht. Vielleicht mal so kurzer Abriss zum Werdegang vom Dr. Zittelmann. Ja, gerne. Also studiert habe ich Geschichte und Politik, ja. Damals für Lehramt am Gymnasium, obwohl mir eigentlich ziemlich schnell klar war, dass ich also Lehrer nicht werden wollte. Was ich werden wollte, war eigentlich Professor für Geschichte. Habe dann auch meine Doktorarbeit in Geschichte geschrieben und habe dann aber erst noch das für das Lehramt fertig gemacht. Also ich war schon auch 1,5 Jahre in der Schule als Referendar, habe das fertig gemacht, habe da auch einiges gelernt. Ja. Und dann habe ich mich aber beworben hier, ich war damals noch in Darmstadt gewesen, in der Nähe von Frankfurt und habe mich dann hier beworben auf eine Stelle in Berlin. Da war ich an der Uni Dozent etwas mehr als 4 Jahre. Habe also Studenten unterrichtet in Geschichte. Ja. Und ja, dann kam der Mauerfall, das habe ich alles live hier miterlebt damals. Das war also die Zeit, ich bin 87 hierher gekommen, habe erlebt, wie die Mauer gefallen ist. Und dann habe ich irgendwo gedacht, Mensch, das hat mir riesig Spaß gemacht mit der Geschichte, aber jetzt, wo Geschichte live passiert, hatte ich doch den Drang mehr, selbst aktiv, publizistisch, politisch Dinge zu bewegen und habe dann das Angebot bekommen bei einem der größten deutschen Verlagsgruppe, bei Ullstand Jubiläen Verlag, als Cheflektor anzufangen. Also ich war also dafür das ganze Programm des Verlages zuständig. Aber das war ja schon ein krasser Sprung dann, ich sage jetzt mal, von der Uni in einen Verlag, oder?
Ja, das war halt praktisch, ich war ja da Beamter auf Zeit zwar nur, ja, und dann war freie Wirtschaftler auf einmal, ja, und vor allen Dingen, ich hatte dann, wenn wir beim Thema Führung sind, auf einmal die Verantwortung für 17 Lektoren unter mir, die erstens alle älter waren als ich und zweitens alle mehr von der Sache gewusst haben als ich. Wie hat das funktioniert? Das ist ja spannend, weil das hören wir auch draußen so häufig, dass jüngere Menschen dann auf einmal Führungsverantwortung bekommen, so nach dem Motto das erste Mal Chef und haben dann Ältere zu führen. Wie haben Sie das hingekriegt? Hat Sie da jemand darauf vorbereitet oder war das Gottes Gabe oder wie ist das gelaufen bei Ihnen? Also es hat mich niemand darauf vorbereitet und wie gesagt, der Lektor ist ja auch eine Tätigkeit, für die man durchaus einiges wissen und können muss. Es gibt zwar keine formale Ausbildung, aber ich habe das alles nicht gehabt und habe also praktische Leute geführt, wo ich ehrlich sagen muss, die haben von vielen Dingen also mehr verstanden zunächst als ich, ja, sodass ich gesagt habe, ich komme hierher und bin zugleich Lehrling und Chef praktisch. Ja, ich habe auch diese Doppelrolle so gesehen. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe hier Sachen zu lernen. Ich war immer neugierig zu lernen, habe aber auch dann relativ bald verstanden, warum ich der Chef bin und warum nicht die anderen der Chef sind. Wobei, wie gesagt, ich war damals... Woran haben Sie es festgemacht? Das ist gerade spannend. Also Sie haben schnell erkannt, warum die anderen, ja, die Mitarbeiter sind und Sie der Chef. Woran haben Sie es festgemacht? Also ich sage mal ein Beispiel. Wir hatten so ein Werk, das hieß Propylengeschichte Deutschlands, ganz dicke Bände, die sehr teuer waren über die ganze deutsche Geschichte und die wurden alle von ganz berühmten Professoren geschrieben. Ja? So ein Werk rechnet sich erst dann, wenn es fertig ist, ja? Und man es dann auch in anderen Formen vermarkten kann als Kassetten im Kaufhausanschluss und was weiß ich. Das wurde aber nie fertig. Warum? Weil die Professoren, die haben einfach ihre Abgabetermine nicht eingehalten. Und zwar, ich rede jetzt nicht von Wochen oder Monaten, sondern der krasseste Fall war einer, der war jetzt schon 12 Jahre im überfällig. 12 Jahre? 12 der war immer noch im Verlag? Ein Autor. Ein Autor, okay. Der hatte 77 den Vertrag unterschrieben, dass er 80 abgeben soll. Und wo ich 92 kam, war es immer noch nicht da. So. Und jetzt der Lektor, der ihn betreut hat, ein älterer Herr, ja, der war ganz stolz. Es war ein ganz bekannter Professor, kann den Namen auch sagen, Hans Mommsen. Ja, und der hat sich mit dem geduzt und da war der ganz stolz. Da hat er mir immer erzählt, ja, der Hans, der hat ja noch Verpflichtungen und der muss doch das und das, aber es kommt bestimmt dann und dann. Ja. So, der war halt stolz, dass er mit dem Hans so einen guten Draht hatte. Klar. Und wollte sich mit dem Hans nicht verderben. Ja. Aber das Ergebnis war halt, es hat nicht funktioniert. Es kam nicht. Der Professor Mommsen hat ihm immer einen Brief geschrieben, jedes Jahr, warum es nicht kommt und versprochen, dass es aber dann bestimmt kommt. Und der hat ihr den Inhalt von dem Brief dann wiedergegeben. Aber ich sage, wissen Sie, Ihre Aufgabe ist nicht, mir den Scheiß zu erzählen, den der Professor Ihnen hier erzählt, ja, sondern zu sehen, dass das endlich beikommt. Ja. Dann habe ich das dem weggenommen, ja, und habe gesagt, so, ich rufe jetzt alle die Professoren selbst an, persönlich. Ja. Weil ich bin der Meinung, ob Professor hin oder her, ich habe einen großen Respekt vor den Professoren. Aber ich habe gesagt, wenn der bei Rot über die Ampel fährt, dann kriegt er ein Ticket praktisch. Ja. Aber da sind wir schon bei einem guten Punkt. Klar, wie alt waren Sie damals, wie Sie die Rolle übernommen haben als Führungskraft? Da muss ich mal überlegen. Das war 1992. Wie alt war ich dann? Da muss ich mal rechnen. Da war ich dann 32 oder so, kann das sein. Ich bin 57 bin ich geboren. Okay. Ja. 57 geboren. Ja, 32, so Anfang 30 war ich gewesen. Was? Ja. Und die Mitarbeiter waren älter und die Autoren hatte auch. Ja. Heute heißt das so schön, du sollst ja nicht die Affen zurückdelegieren lassen. Haben Sie damit denen nicht so ein bisschen auch die Arbeit weggenommen, dass die sich gesagt haben, cool, dass der Doc Zettelmann da ist, der übernimmt das jetzt für uns, die ganze Arbeit in Anführungsstrichen, weil es ja eher unangenehm, die anzurufen und Druck zu machen. Für mich ist es überhaupt nicht unangenehm. Also ich wollte halt, dass es funktioniert. Ja. Und ich hatte ja auch einen Chef über mir, das war der Verleger, Herbert Fleißner, dem haben 25 Verlage in Deutschland gehört, also auch ein sehr vermögender Mann. Und der hat mir die schwierigen Aufgaben gegeben und das war eine tolle Aufgabe für mich, weil ich gesagt habe, wenn ich es hinbekomme, dann sagen alle, toll, der Zittelmann hat es hinbekommen. Und wenn ich es nicht hinbekomme, dann sagen die, hat schon jeder versucht, klappt sowieso nicht. Also konnte ich nur gewinnen, aus meiner Sicht. Und dann sage ich, wie ich es gemacht habe. Dann habe ich die Professoren angerufen und habe gesagt, also Sie sind jetzt so und so im Rückstand, ja, und ich möchte, dass Sie mir jetzt sagen, wann es kommt. Dann hat er mir einen Termin genannt, ein Dreivierteljahr. Dann habe ich gefragt, ist es denn 100% sicher, dass es dann auch kommt? Ja, ja. Können Sie sich absolut drauf verlassen. Da habe ich gesagt, darf ich noch ein zweites Mal nachfragen? Ist 100% sicher? Sagt er, ja, also das klappt jetzt sicher. Da habe ich gesagt, okay. Dann machen wir jetzt eine Vereinbarung, da steht drin, wenn es dann nicht da ist, ist der Vertrag aufgelöst. Ja?
und sie zahlen ihren Vorschuss zurück. Ja? Und ich suche mir dann einen. Sehr gut. Dann haben die natürlich, ja, also, nee, also das, da waren die dann schon empört, dass jemand so mit ihnen spricht. Da habe ich gesagt, jetzt verstehe ich nicht ihr Problem. Sie haben mir eben noch gesagt, dass es 100% ist, dass es kommt. Dann kommt ja dieser Vertrag nie zur Wirkung. Dann, was spricht jetzt dagegen, dass ich mir schreibe, wenn es sowieso sicher ist, dass es kommt? Da kommt er nicht mehr zurück und hat unterschrieben. Gut, und einer hat es zwar abgegeben, der andere hat es nicht abgegeben und ist dann rausgeflogen. Also das war eine Situation, wo ich halt gemerkt habe, schon dann nach einer Zeit, dass ich halt, warum ich jetzt an diesem Platz sitze und nicht der 60 Jahre alte Kollege, der schon lange im Verlag ist, mehr Erfahrung hat, weil der hat zwar vielleicht vom Lektorieren mehr verstanden, aber der war von der Persönlichkeit, von der Durchsetzungsfähigkeit, da war er halt irgendwo, da wäre er jetzt nicht für eine Führungsposition geeignet gewesen. Interessant, also da sich schon durchgesetzt. Mittlerweile sind ja schon ein paar Jährchen mit dazugekommen. Wie lange waren Sie dann im Verlag? Wie ging es dann weiter? Weil ich finde Ihre Vita extrem spannend, deswegen möchte ich da nochmal darauf eingehen. Ja, also in dem Verlag war ich ungefähr 2 Jahre. Ne? Und der Verlag war ein Teil vom Axel Springer Verlag. Ja? Und dann haben die bei der Zeit um die Welt gesehen, was ich da gemacht habe. Das hat den imponiert und dann hat mich der Chefredakteur der Welt angesprochen und mich praktisch innerhalb des Springer Verlages abgeworben. Da ging es auch um eine Führungsposition als Ressortleiter bei der Welt, also das ist direkt eine Stufe unter dem Chefredakteur. Und das war jetzt dem Verleger von dem Buchverlag natürlich nicht so recht, ja. Aber ich habe es dann praktisch so ausgehandelt, dass ich da zur Zeitung bin und eine Zeit lang noch einen Beratervertrag für den Verlag hatte, sodass ich doppelt praktisch, dass ich das politische Programm des Verlages noch weiter gemacht hat und war jetzt aber auch Ressortleiter bei der Welt gewesen. Und da habe ich erst angefangen mit den Themen, wo ich herkomme, also mit Geschichte und politischen Themen. Und das hat einen großen Wirbel gegeben, weil ich habe so nach der Wiedervereinigung dann auch sehr konservativen Autoren eine Plattform gegeben. Und da gab es viel Ärger auch mit Linken und interne Auseinandersetzungen. Und auch eine Situation, wo ich vorübergehend zu den Verlierern gehört habe, ja, wo ich also eine Zeit lang dann in der Zeitung auch praktisch kaltgestellt wurde. Ja, und habe dann trotzdem irgendwo mein Überleben gesichert. Und das waren große interne Kämpfe damals in der Welt gewesen. Also da kam dann ein Chefredakteur nach dem anderen. Ja. Ja, und irgendwann, ich hatte zum Glück ganz oben im Verlag Richtung Aufsichtsrat, da hatte ich Fäden gesponnen und Leute, die die Hand über mich gehalten haben, weil andere wollten, dass ich rausfliege aus der Welt. Das ist ein guter Punkt. Wie wichtig sind gerade für unsere Zuhörer Netzwerke und solche Fäden in einem Konzern, der ja riesig ist in dem Falle, zu spinnen, dass du eben, ich sag mal, wie Sie sagen, im Aufsichtsrat oder im Vorstand Fäden hast, an die du auch mal ziehen kannst und belastbar machst, wenn du sie brauchst? Also für mich war es überlebenswichtig einfach, ja, weil es gab da bei der Welt, was man gar nicht denkt, eine ganze Reihe erstens links eingestellte Leute, die mich nicht gemocht haben, ja, und dann gab es auch Leute, die mich, und das war ich, wir waren eine Gruppe noch von ein paar anderen, als Konkurrenz empfunden haben. Also da war ein stellvertretender Chefredakteur, der war eigentlich nicht gut, aber der hat so nach dem Motto gehandelt, der Einäugige ist der König, ist der Blinde, der Blinde, der Einäugige ist der König unter den Blinden. Genau. Ja. Nach dem Motto hat er gehandelt und hat dann halt jeden weggebissen, der irgendwo für ihn eine Gefahr werden konnte. Und da habe ich auch dazu gehört. Also die haben richtig versucht, mich zu mobben, die haben mir dann die Sekretärin weggenommen, haben mir den Computer weggenommen, den ältesten Computer aus dem Keller geholt und mir den hingestellt. Und immer, wenn ich einen Artikel schreiben wollte, haben sie gesagt, wird nicht gedruckt, kann man nicht brauchen. Also ich bin morgens gekommen, hatte aber so, das ging bestimmt ein Jahr lang nichts zu arbeiten. Da ich habe ein sehr gutes Geld bekommen, das war alles klar. Und da musste ich dann halt Fäden spinnen, weil da gab es auch selbst die Betriebsratsvorsitzende, was ja ungewöhnlich ist, hat gefordert, der Zittelmann muss hier rausfliegen. Ja. Weil? Wegen politischen Gründen hauptsächlich. Ja. Weil ich gehöre sozusagen, weil damals auch rechter FDP-Flügel, nationalliberale Position, ja, und da gab es halt, ich wollte die Welt mehr auf so eine Linie bringen und da gab es halt viele Widerstände dagegen, also interne Kämpfe. Und da habe ich dann Fäden gesponnen, also zum Beispiel, ich war damals befreundet mit dem bekannten CSU-Politiker Peter Gauweiler, der hat wiederum den Leo Kirch gekannt, der war der war Hauptaktionär des Springer Verlages, den habe ich selbst nie kennengelernt. Das habe ich gelesen, wenn ich da einmal direkt einhaken darf, kommen wir mal auf das Netzwerk, was interessiert unsere Zuhörer. Wie bilde ich denn jetzt mit einem Peter Gauweiler, der damals auch schon eine Größe war,
eine, ich sag jetzt mal, war das eine Freundschaft, war das eine Partnerschaft, war das ein Trust, was haben Sie da, wie sind Sie mit dem umgegangen und wie hat das geklappt? Ich würde mal einfach nur sagen, ich habe den gemocht und er hat mich auch gemocht und wir haben politisch ähnliche Ansichten gehabt und wir haben auch vor allen Dingen ähnlich getickt, weil er auch so ein Querkopf ist und so ein Nonkonformist ist, der immer gegen den Strom schwimmt und ich auch, ja, und dann hat er mir einfach geholfen und da... Der hat also geholfen, weil ihr eine Wellenlänge habt. Genau. Heißt also, in Netzwerken bekomme ich Hilfe, wenn ich die Wellenlänge habe. Was ist zu beachten bei solchen Netzwerken aus Ihrer Sicht? Das Wichtigste ist, finde ich, wenn man mal allgemein Netzwerke spricht, dass man Freude dran hat und Spaß dran hat, interessante Menschen kennenzulernen und mit denen zu sprechen. Also ich verfolge da auch nicht immer unbedingt eine konkrete Absicht damit, sondern ich habe einfach Freude dran, interessante Menschen kennenzulernen. Die spüren dann auch, wenn ich sie bewundere, wenn ich sie respektiere und das kommt natürlich dann entsprechend auch zurück. Ja, wenn ein Mensch merkt, der findet dich toll, der bewundert dich auch, was du gemacht hast, dann kommt es dann auch entsprechend zu dir zurück und das ist eine ehrliche innere Haltung. Also jetzt weniger so, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwo mein Netzwerk aktiv erweitern, aber ich habe einfach Freude dran, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Also zum Beispiel auch, wenn einer ein Buch geschrieben hat, dann habe ich dem einfach manchmal einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich möchte sie gerne kennenlernen. Das kenne ich, so sind wir beide auch mal zusammengekommen, ja. Kann an der Stelle betonen und freue mich da sehr drüber. Sie haben alle meine offenen Seminare besucht, die ich so anbiete. Es war immer eine sehr schöne Bereicherung, sehr gute Gespräche, deswegen sitzen wir heute auch zusammen. Beide wie Bücher schreiben, ich habe irgendwie im Internet gefunden 8, aber es sind glaube ich mehr. Wie viele Bücher haben Sie jetzt insgesamt geschrieben? Also jetzt kommt geschrieben und herausgegeben, ich habe viel geschrieben, ein paar herausgegeben, jetzt kommt Nummer 20. Nummer 20 und sowas von vielschichtig, ne? Also von Bodybuilding angefangen, über Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs, über Investieren in Sachwerte, natürlich für heute ganz wichtig, Kommunikation ist Chefsache. Sie sind ja dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen. Was hat Sie motiviert, in die Selbstständigkeit zu gehen und wie haben Sie es gemacht? Nach diesem Werdegang, ich sage jetzt mal vom liebevoll beamteten Professor an der Uni, über schon mal Haifischbecken, Verlage, ja. Zu Zeitung, wo es ja ich auch gelernt habe, gerade richtig zur Sache geht. Dann der Unternehmer, wie ist der in Ihnen gewachsen, Herr Dr. Zittelmann? Also, da muss ich doch nochmal wieder auf den Peter Gauweiler zurückkommen. Das hat folgendermaßen angefangen. Ich war also damals eine Zeit lang in der Welt, ging es dann wieder besser, aber ich habe die richtige Perspektive nicht mehr gesehen, ja, bei der Zeitung. Also ich wusste nicht mehr, was ist jetzt der nächste Schritt einfach da. Ich war Ressortleiter, ich habe auch gut verdient. Ich habe nebenbei dann schon angefangen, also das war vielleicht der erste Schritt, Veranstaltungen und Seminare zu organisieren, hauptsächlich zu Immobiliensteuerthemen. Und habe da nebenbei Geld verdient und habe dann, obwohl ich bei der Welt ganz gut verdient hatte, also ich habe dann so um die 200.000 D-Mark, was für einen Journalisten recht gut ist, und habe dann aber nochmal so viel durch meine Nebentätigkeiten verdient, also nochmal 200.000. Waren Sie da 400.000? Ja, nicht. Da muss man also überlegen, da war ich so, gewesen, da war ich Ende 30. Ende 30? Ende 30. So. Das ist ja ein Wort, 400.000 D-Mark. Und dann war es so, dass ich die Idee im Kopf immer hatte, schon kannst du dich nicht vielleicht ganz selbstständig machen. Ja? Aber am Anfang stand eigentlich schon bei mir die Überlegung, du musst reich werden. Und das muss ich erzählen. Ja? Nur darf ich noch einer. Aus welcher Motivation zu sagen Selbstständigkeit, weil Sie festgestellt haben, dass Sie ein zu großer, ja, für terribel sind und zu sehr polarisieren, wenn ich das ja höre, gab es ja doch immer auch irgendwie, ne? Ein eckiger Typ ist der Dr. Zittelmann, ja, so habe ich Sie auch kennengelernt. Ja. Und war da für Sie klar, neben dem reich werden wollen, das habe ich auch in Ihrer Biografie jetzt gelesen, die ich ja schon reinschauen durfte, war das ein Punkt, dass das am besten über die Selbstständigkeit geht, das reich werden, oder weil Sie gemerkt haben, in Konzernen werde ich immer wieder anecken? Beides, ja. Also ich glaube, es sind genau die beiden Punkte, die Sie genannt haben. Ich bin sicherlich der Typ, der so eine Konzernkarriere erfolgreich gemacht hätte, ja, weil genau dafür doch zu eckig und auch zu schwierig und mit Leuten aneinander geraten und so weiter, ja. So, und das andere war schon auch die Erkenntnis, also wenn ich reich werden will, dann halt richtig, ja, dann geht es am besten über Selbstständigkeit, über Unternehmertum. Und das finde ich spannend. Ich habe das in dem Buch gelesen jetzt, die
Zuhörer, die meine Literatur kennen, wissen das ja. Ich habe schon mit 6 Jahren ja entschieden auf dem Campingplatz, ich werde Millionär und fahre Porsche. Ja. Ja, und Sie haben es geschrieben, ich habe das relativ spät erkannt, aber irgendwann habe ich erkannt, ich will reich werden. Ja. Da waren Sie Ende 30, wenn ich es richtig gelesen habe. Was hat Sie dann dazu bewegt zu sagen, ich will jetzt Ende 30, habe ich entschieden, ich will reich werden? Ja, jetzt muss ich wieder, also ich sage jetzt mal, früher war Geld, klar, jeder hat gerne Geld, aber ich habe da eine, zum Teil auch eine negative Prägung durch meine Kindheit zum Thema Geld gehabt. Warum? Mein Vater ist evangelischer Pfarrer, ne? Und der hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier, ne? Also das heißt, man braucht es zwar, aber klar, Klopapier besonders gebraucht ist ja schon ein bisschen eklig eigentlich. Ne? So, und wir haben zu Weihnachten immer so eine Weihnachtsgeschichte vorgelegt. Für den evangelischen Pfarrer, finde ich, ist der Vergleich schon ziemlich heftig. Ja, ja? Das stimmt. Und wir haben immer zu Weihnachten so eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen bekommen von einem ganz reichen Mann, der dann an einer goldenen Kette gehangen hat. Also Geld war zu Hause erstmal negativ. Ja? Was bei uns zu Hause positiv war, Bildung, soziales Engagement, politische Aktivitäten irgendwo, ja, soziale Aktivitäten. Aber die Leute mit viel Geld, die waren eher in Verdacht, dass die vielleicht durch Ellenbogen oder fiese Methoden das erreicht hätten oder dass die vielleicht auch ein bisschen oberflächlich materialistisch wären. Okay. Also sagen wir mal, einer, der fährt einen dicken Mercedes, aber liest Bildzeitung und die Goethe-Bände sind alle Attrappe bei ihm zu Hause. Vermutlich so. Ja? Das war so ein bisschen das Bild zu Hause. So, das hat mich schon auch unbewusst geprägt. Klar, wenn ich mir Ihren Werdegang anschaue, hat es ja auch erstmal funktioniert, ne? Mit Uni. Ja. Die Sachen, die haben doch so funktioniert. Aber auf dem Konto, muss ich sagen, wo ich mich entschlossen habe, und da komme ich gleich zu, reich zu werden, war mein Kontostand, kann ich noch ganz genau sagen, plus 20.000 D-Mark war ja damals noch auf dem Sparkonto und minus 30.000 D-Mark auf dem Girokonto. Also keine großen Schulden, ja? Auch natürlich eine völlig unsinnige Anlage in Anführungsstrichen. Ja? Also ich hatte jetzt keine großen Schulden, aber trotz meines großen Verdienstes habe ich halt immer alles ausgegeben und hatte halt hatte nicht mal eine Lebensversicherung, hatte auch kein Gold, auch keine Immobilie, gar nichts praktisch. Ja? So, weil ich immer alles ausgegeben habe. Und hatte aber diese schwierige Situation. Und dann war ich spazieren mit dem Peter Gauweiler, jetzt komme ich wieder auf den zurück. Und der stoppt beim Spaziergang, guckt mir in die Augen und sagt, Herr Zittelmann, so Querköpfe, so Leute wie Sie und ich, Sie müssen einfach mal richtig Geld verdienen, ja, dann sind Sie auch frei, innerlich mehr. Ja. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil zwei Werte auf einmal zusammengekommen sind, die bisher getrennt waren. Der positive Wert Freiheit, den ich von zu Hause aus mitbekommen habe, geistige Freiheit, Nonkonformist sein, so wie der Gauweiler seine Meinung sagen können, der ist ja selbst ein Beispiel. Der ist der Bundestagsabgeordnete gewesen, der am meisten verdient hat nebenbei, als Jurist, also von allen 6er Bundestagsabgeordneten hat er am meisten gehabt. Und er hat immer eine querkopfende Meinung vertreten, aber konnte es auch, weil konnte ihm keiner was, weil er halt diese finanzielle Unabhängigkeit, ja. Da konnte ihm keiner sagen, du bist jetzt aber nicht Staatssekretär oder so und ihn damit erpressen. So, da sind auf einmal zwei Werte für mich zusammengekommen, nämlich Geld, was bisher eher ein bisschen negativ belegt war und reich werden, plus Freiheit. Und da hat es Klick gemacht, da habe ich nach dem Gespräch gesagt, mit diesem Kontostand, okay, werde ich Millionär. Entscheidung. Gefallen. Cool. So, und dann habe ich mir überlegt, wie. Ja? So, und jetzt kommen wir auch zum Thema Verkauf an der Stelle. Da habe ich überlegt, so, wie wirst du jetzt Millionär? Das war einmal die Entscheidung war gefällt, ich werde Millionär. Jetzt nur die Frage, wie. Ja? Jetzt haben die Leute zu mir schon immer gesagt, Rainer, du bist in dir steckt ein guter Verkäufer, haben die Leute immer zu mir gesagt. So, ja? Und irgendwo habe ich es auch geglaubt, ja. Und habe gesagt, okay, dann wie kannst du denn reich werden? Und ich muss sagen, von Immobilien habe ich damals gar nichts verstanden, aber ich hatte immer so das Bild, die Immobilienleute, die haben richtig Kohle. Ja? Ja. Obwohl ich später gelernt habe, dass es nicht unbedingt so stimmt, aber so habe ich es halt damals gedacht. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich irgendwo sehen, wie ich mit Immobilie und Verkauf irgendwo an der Schnittmenge mir das beibringe, lerne, um dann dieses Ziel zu erreichen. Da habe ich mich wirklich, wo ich noch bei der Zeitung war, nebenberuflich bin ich hin und habe dann Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten, habe aber gemerkt, die wollten nur mich irgendwo außen ziehen. Die haben gesagt, du kriegst 1% Tipposition, wenn du mir aus deinem Krankenkreis einbringst. Und einer war da, der hat es besser verstanden. Der wusste, der hat mich verstanden, was ich wollte. Ein ganz einfacher Typ. Der war bei der Volksfürsorge, Versicherung. Ja. Der hat einen Realschulabschluss nur gehabt, und zwar auch einen schlechten Realschulabschluss gehabt. Aber der hatte Empathie gehabt und er hat mich verstanden. Und er hat gesagt, okay, ich bringe Ihnen Verkaufen bei, nicht Immobilien, machen wir erstmal Versicherung, das ist das ABC. Sie kriegen hier einen Bestand im Wedding, 200 Kunden. Ja?
Und damit können wir arbeiten und ich bringe ihnen bei, wie sie telefonieren und wir machen alles, Kaltakquise und so weiter. Und dann habe ich bin ich nach der Arbeit praktisch, ja, bin ich dahin, habe mich mit den anderen in die Schulung gesetzt, Hausrat, Haftpflicht, Unfallversicherung und habe das ganze Zeug gelernt und bin abends hier durch den Wedding-Kunden angerufen und habe auch Kaltakquise gemacht, also wirklich geklingelt, in Hochhäusern durchgeklingelt, weil ich habe gesagt, ich will das jetzt lernen, Verkauf, ja, und hat Spaß gemacht. Okay. Ist also die härteste Tour. Wir sagen immer ganz klar so, meine Perspektive als Verkaufstrainer, ne, Privatkundengeschäft, klingeln, wie wir es ja nennen, oder schellen, der härteste Job. So, und 2000 ging es aber dann in die eigene Company. Genau. Da war dann praktisch, da hatte ich schon die Idee im Kopf, mach so eine Firma. Ich war am Schluss für die Immobilienseite zuständig, oder das war eigentlich meine eigene Idee, dass wir jeden Tag in der Welt eine Seite machen, nur über Immobilien. Das gab es bisher nicht. Nirgends in Europa habe ich mir ausgedacht und haben wir gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, dass die ganzen Immobilienfirmen nicht so gut in der Kommunikation und in der PR sind. Und da war bei mir im Kopf die Idee, mach doch mal eine Firma, die so PR und Kommunikation macht, nur im Immobilienbereich. Das war die Idee. Aber so richtig getraut habe ich mich nicht, ja? Weil erstens, ich habe ja gutes Festgehalt gehabt, ich habe daneben auch gut verdient, ich habe eine anerkannte Stellung gehabt, und wenn du eine anerkannte Stellung hast und hast 400.000 D-Mark, dann ist ja nicht so unbedingt naheliegend, dass du sagst, ich kündige jetzt, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann war es aber so, dann war ich damals noch als Journalist bei dem Vorstand von der damals größten deutschen Immobilienaktiengesellschaft, IVG hieß die, und der Mann, der hieß John von Freind. Und der sagt mir am Ende vom Gespräch, Herr Zittelmann, darf ich Sie heute zum Flughafen fahren? Da habe ich mich gewundert, weil er ist selbst nur vom Chauffeur gefahren worden. Also warum fährt er mich jetzt zum Flughafen? Wo ich im Auto saß, habe ich verstanden, warum. Der sagt, Herr Zittelmann, wir haben hier eine Stelle als Direktor für Strategie und Kommunikation. Und ich würde gern, wenn Sie also sich verändern wollten, ich würde Ihnen gerne diese Stelle anbieten. Cool. Im großen Konzern angesehen ist die Immobiliengesellschaft, und da habe ich aber ganz frech gesagt, ich habe gesagt, das ehrt mich sehr, aber das können Sie gar nicht bezahlen. Und da hat er sich gewundert, weil Journalist verdient nicht so viel. Da habe ich gesagt, also gucken wir, ich verdiene im Moment 400 ungefähr zusammen. Ja, und da müssten Sie mir schon 500 geben, damit sich das lohnt. Und dann, 370, sagt er so mit Ach und Krach, ist drin. Und dann sage ich, gut, es geht auch nicht nur ums Geld, habe ich gesagt, darum geht es zwar auch, sondern es geht darum, wenn ich was machen würde, würde ich was anderes machen eigentlich. Dann habe ich ihm erzählt, die Idee von der Firma, die ja im Kopf war, also von dieser Firma, die Kommunikationsberatung macht für Immobilienunternehmen. Im Auto gesessen, habe ich ihm die Idee erzählt. Und dann sagt er spontan zu mir nach dem Gespräch, okay, Herr Zittelmann, ich bin Ihr erster Kunde. Und dann wollte ich sehen, war das jetzt nur ein netter Spruch irgendwo, den er gebracht hat, ja, oder war das ernst gemeint? Und da habe ich gesagt, also erstens würden Sie sich für ein Jahr verpflichten und zweitens, wie viel würden Sie bezahlen? Da habe ich gesagt, ja, ich würde mich für ein Jahr verpflichten und ich würde Ihnen 100.000 D-Mark geben dafür. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn der das jetzt sagt, da war ich viel interessiert. Da habe ich am nächsten Tag mir eine Liste gemacht, wen könntest du sonst noch alle fragen? Und dann bin ich an die anderen rangegangen, habe die gefragt, wenn ich hier weggehen würde, wenn ich kündige von der Welt. Ja, ich habe die Summe ein bisschen aufgerundet auf 10.000 im Monat, also auf 120.000 habe ich das aufgerundet. Ja. Und Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, du brauchst große Ziele, also gleich mal umgesetzt. Ja, und dann habe ich halt gesprochen und da war ein tolles Erlebnis für mich. Ich habe mit 8 gesprochen und 7 davon haben gesagt, jawohl, machen wir. Und da hatte ich noch nichts, da gab es keine Firmenbroschüre, da gab es nicht mal ein Büro, da gab es ja auch keine Firma, da gab es nur den Zittelmann, der saß da und sagte, ich habe hier eine Idee. Hat mir dann einer gesagt, schreib mal auf, da habe ich 1,5 Seiten aufgeschrieben, das war aber jetzt nichts Besonderes. Und dann haben wirklich mir diese 7 von den 8 Leuten die Hand gegeben und haben gesagt, 120.000 machen wir. Und da wusste ich, ich habe jetzt 840.000 Einnahme. Und dann war der nächste Termin bei meinem Chef, bei der Welt, und da habe ich gesagt, ich kündige. Da hat er gesagt, ja, warum kündigen Sie? Wir geben Ihnen auch eine Gehaltserhöhung, die war so schon geplant. Da habe ich gesagt, also sorry, ich will jetzt 1 Million verdienen, die wollten Sie mir wahrscheinlich nicht geben. Und da hat er gesagt, ja, stimmt, die wollten wir Ihnen jetzt nicht geben. Ja. Und dann mein anderer Chef, das war der Döpfner, der ist heute Vorstand vom ganzen Springer-Konzern, der hat noch gesagt, Herr Zittelmann, aber Sie haben auch hier eine Perspektive. Und da habe ich gesagt, ja, was für eine? Er sagt, ja, Sie können der bekannteste Immobilienjournalist von Deutschland werden. Da habe ich gesagt, ja, bin ich jetzt schon. Ja, also das, da habe ich keine Perspektive. Also Bescheidenheit war schon immer Ihr Thema, oder? Genau, Bescheidenheit war schon immer mein Thema. Also habe ich gekündigt und die haben wirklich alle 7 dann unterschrieben und ich habe dann mit einer Mitarbeiterin angefangen. Und dann war aber am Anfang so eine Grundsatzentscheidung, ich hätte ja jetzt auch alleine mit einer Mitarbeiterin irgendwo diese 7 Kunden beraten können. Und da hätte ich
840.000 D-Mark gehabt. Klar, ein bisschen was für die eine Mitarbeiterin und für, ich hätte es auch von zu Hause machen können oder so, ja. Aber das wäre ja auch schon gut gewesen. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich will eine richtige Firma aufbauen. Und da habe ich praktisch nicht zwei Räume gemietet, die ich eigentlich nur gebraucht hätte, für mich und für die eine Mitarbeiterin, sondern fünf. Und habe alle fünf eingerichtet mit Möbeln, mit Computer und alles, die standen zwar leer, aber ich habe gesagt, Vakuum hat die Tendenz, sich zu füllen irgendwann. Und wenn du immer ins Büro kommst und siehst die ganzen leeren Zimmer praktisch, Schreibtisch und Computer, dann wird sich das füllen mit der Zeit. War Ihnen da schon klar, dass Sie Mitarbeiter haben werden? War Ihnen schon klar, dass Sie es größer machen? Ist es das, was ich ja nenne, Law of Attraction, das, was ich ausstrahle, ziehe ich auch an? War das schon klar, dass Sie große Bilder gemacht haben? Was war Ihr Motivator? Warst du das Reichwerden? Ich meine, bei 840.000 D-Mark und einer Assistentin, abzüglich Steuer, bin ich ja schnell Millionär. Drei, vier Jahre und Thema ist erledigt. Klar, ja, das ist so. Ja. Aber nee, ich hab auch einen Spaß dran gehabt, dann eine Firma aufzubauen. Und dann habe dann Mitarbeiter gewonnen, einen nach dem anderen. Und am Schluss waren wir immer so zwischen 40 und 50. Da hatten wir dann nicht mehr 7 Kunden. Wir hatten dann auch so zwischen 40 und 50 Kunden und waren dann wirklich Marktführer in unserem Segment in Deutschland gewesen auch. Ne? Und da nochmal auf das Thema zurück für unsere Führungskräfte. Sie haben auch ein Buch zum Thema Führung ja geschrieben, Kommunikation. Ja, was sind denn so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Führungsgrundsätze von einem Dr. Zittelmann, die ihn so erfolgreich da mit seinen Mitarbeitern gemacht haben? Sie haben das Unternehmen ja später dann jetzt mal vor einem Jahr verkauft. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie zum Schluss? Das waren immer zwischen 40 und 50, am Schluss waren es 40. So. So, also zwischen 40 und 50. Und was sind so Ihre, was können Sie an Tipps geben, was sind aus heutiger Sicht, wenn Sie heute rückbetrachtet sich das Ganze anschauen, in der heutigen Gesellschaft, Digitalisierung, Speed-Gesellschaft, Generation Y, was sind so die Führungstipps, wo Sie sagen, die gelten auch heute noch, um ein Unternehmen aufzubauen oder sich in einem Konzern durchzusetzen? Also, ich sag mal, was Mitarbeiterführung anlangt, das habe ich jetzt auch in meiner Autobiografie ehrlich geschrieben, da habe ich nicht nur Pluspunkte, sondern da habe ich auch Minuspunkte und ich will gerne auf beide eingehen. Ja? Fangen wir mit den Minuspunkten an, das ist spannend. Ich fange mit den Minuspunkten an. Mit den Minuspunkten, das ist bei mir, ich bin ein schwieriger Mensch, ja? Ich erwarte selbst viel von mir selbst und erwarte auch sehr viel von anderen. Ja? Und wenn das nicht erfüllt wird, zum Beispiel, ich bin extrem zuverlässig, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Sache zu spät abgegeben. Ja? Und jetzt haben sie, wenn sie mal 40 Mitarbeitern haben, dann ist irgendwo sind welche dabei, die sind halt nicht so. Ja, das kann man gar nicht vermeiden. Und da bin ich sehr ungeduldig dann auch. Und wenn ich zwei, dreimal das gesagt habe, ruhig, dann sage ich es am dritten Mal nicht mehr ruhig, sondern laut und habe auch dann tatsächlich Mitarbeiter vor anderen niedergemacht, ja, so dass man dann auch dadurch eine die Fluktuation ist sowieso hoch bei PR-Firmen, aber die war dann nochmal ein Stück höher, weil ich halt mit vielen dann auch nicht zurechtgekommen bin. Und das war sicherlich mein Defizit auch. Sie nicht mit denen zurechtgekommen sind oder die nicht mit Ihnen? Beide. Also beides immer nicht dann miteinander mit. Natürlich mit manchen schon. Mein bester Mitarbeiter, den ich auch verkauft habe, der war zum Beispiel 15 Jahre in der Firma. Und es waren auch andere, also von meinen Führungskräften, die ich hatte, von den Abteilungsleitern, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Von 5 Führungskräften haben 4 heute eigene Firmen dann gegründet. Also die sind heute noch dankbar und sagen, sie waren auch ein Vorbild und haben irgendwo uns Dinge beigebracht, ja, die auch wichtig sind. So, ja. Also wie gesagt, diese negative Seite gab es, aber es gab auch positive Sachen. War das das einzige Negative? Ja, das war schon negativ genug, also das hat schon gelangt. Also das heißt, ich kann mir vorstellen, der Doktor hat auch schon mal schön über den Gang gebrüllt. Ja, und so laut, dass man es also auch durch sehr weit gehört hat oder es ist auch schon mal passiert, wenn einer einen Text, also völlig Murks geschrieben hat, dass ich es einfach zerrissen habe und habe es auf den Boden geschmissen. Und jetzt die spannende Frage, was haben Sie daraus gelernt durch die Reaktion der Mitarbeiter? Ich kann mir vorstellen, da wird es doch bestimmt die ein oder andere Träne gegeben haben und die ein oder andere Enttäuschung auf Seite der Mitarbeiter. Ja, hat es gegeben. Vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, dass die Mitarbeiter sagen, das ging alles so lang, wie der Arbeitsmarkt so war, dass die Leute froh waren, einen Job zu haben. Dann hat sich die Arbeitsmarktlage verändert. Ja? Und dann war auf einmal haben die Leute mehr Möglichkeiten gehabt. Und da unsere Firma einen sehr, sehr guten Ruf gehabt hat und jeder wusste, bei uns sind die besten Leute, sind dann halt auch abgeworben worden. Und die sind nicht abgeworben worden mit mehr Geld, sondern die haben nur gesagt, bei uns ist nicht so stressig wie mit dem Zittelmann. Du kriegst zwar nicht mehr, aber du hast nicht so viel Stress wie mit dem Zittelmann.
Ja? Okay. So, das habe ich dann gelernt, dass die Leute die Stimmen dann irgendwann mit den Füßen ab so. Ja? Auch die lange Arbeitszeit, bei uns gab es, also zum Teil haben die Leute 60 Stunden gearbeitet, war normal. Ja? Und da kam dann einer, das ist auch eine Generation, mit der ich nicht zurechtgekommen bin, diese Work-Life-Balance-Generation, die ich also nicht verstehe, richtig. Ja? Der sagt dann zu mir, also erzählt mal, ist toll alles, ich habe hier viel gelernt, aber ich muss mich jetzt entscheiden zwischen einer neuen Freundin oder einem neuen Job, weil also meine Freundin macht das jetzt auf jeden Fall nicht mehr mit. So. Und da ich meine Freundin sehr liebe, habe ich mich jetzt für einen neuen Job entschieden. So, okay. So wie ist das für Sie? Denn ich höre ja raus, das ist ein Generationsschock, auch ich erlebe das ja in meinem Unternehmen, wir haben auch, ich sag mal, unsere Kernarbeitszeit ist 8 bis 18 Uhr und ich sage immer so aus Spaß, Lunch ist für Loser, ist mehr ein Joke und wer um 17 Uhr geht, tut einen halben Tag. Gab es am Anfang, wo die Firma begonnen hat, Mittagessen gab es gar nicht, das war völlig, also später hat sich dann geändert, ja, aber gab es gar nicht. Ja. Und dass die Leute bis 10 da gesessen haben, war normal oft. Ja. Wie war das für Sie? War das für Sie ein Kulturschock? War das für Sie ein Lernen, dass die neue Generation da dann anders unterwegs ist? Ich habe irgendwann gesagt, ich will mich nicht an dieses Work-Life-Balance-Denken anpassen. Und das war sicherlich auch mit einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, also jetzt mal die Chance zu nehmen und die Firma zu verkaufen, ist nicht so verkehrt. Und ich habe jetzt auch keine neue Firma aufgebaut. Ich kooperiere jetzt mit anderen Firmen. Ja, aber weil mit den Mitarbeitern, das ist also das, was mir mit Top-Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gern, klar, aber wenn sie ein Unternehmen einer bestimmten Größe haben, dann haben sie nicht nur irgendwo die richtig motivierten Überflieger, sondern haben sie auch andere Leute dabei, die ich da nicht so richtig verstehe und die mich auch nicht richtig verstehen. Ja, das ist dann so. Okay, verstanden. Aber ich habe auch, sagen wir jetzt... Und die guten Seiten, genau, kommen wir zur guten Seite. Was war die guten Seite? Das wichtigste Gute war, dass ich extrem viel Wert drauf gelegt habe, die Mitarbeiter gut auszuwählen. Ja? Das habe ich auch zu meinem persönlichen Ding gemacht. Also ich habe ganz lange Tests, sehr anspruchsvolle Tests. Es gab, denke ich, in keiner deutschen PR-Firma so anspruchsvolle Tests im Vorfeld, schon bevor die Leute eingestellt wurden. Also das würde ich gerne mal hören. Ich glaube, da können wir viel lernen. Wie war denn genau der Recruiting-Prozess von der Bewerbung angefangen? Ja, also das war im Laufe der Zeit unterschiedlich. Ich sag mal, von einer Zeitspanne war so, am Anfang haben wir so gemacht, die mussten einen sogenannten Schreibtest machen, weil bei uns Schreiben wichtig war. Also die haben einen anspruchsvollen Text bekommen über irgendein zum Beispiel juristisches Thema. 40 Seiten mussten es auf 2-3 Seiten zusammenfassen in klaren, einfachen Worten. Da sind schon die meisten durchgefallen. Auch Leute, die vorher als Journalisten oder PR-Leute gearbeitet haben, weil wir da sehr streng waren. Ja? So, und dann habe ich aber gesehen, das langt nicht und dann habe ich andere. Wir haben überwiegend Leute rekrutiert, die nicht aus dem Immobilienbereich kamen, auch viele Leute von der Uni gern geholt. Weil ich gesagt habe, in anderen PR-Agenturen haben wir die Erfahrung gemacht, sind zum Teil schon versaut worden. Da haben die irgendwo, sagen wir mal, in einem Monat so viel gearbeitet, wie bei uns in 3 Tagen gefordert war, so dass ich mir lieber die Leute selbst praktisch herangezogen habe. Ja? Ich mache bei uns genauso, ich kriege es in ganz vielen Branchen mit. Ich kenne ein Immobilien-Franchise-System, die sagen, wir nehmen alles, nur keine Makler, weil die uns erklären wollen, warum unser Geschäft nicht funktioniert. Ich habe es oft mit Trainern probiert, die zu uns wollten ins System, die mir dann erklären wollten, wie der Markt funktioniert. Und von daher, das kann ich gut nachvollziehen. Also selber Leute in den Job bringen und die von Anfang an ausbilden. Genau. Jetzt war aber das Problem, dass die natürlich von dem Immobilienthema nichts verstanden haben. Ja? Und das waren sehr komplexe Themen. Gerade damals, da haben noch mehr Steuerthemen, was heute nicht mehr so eine Rolle spielt, und mit Fonds und rechtliche Themen eine Rolle gespielt. Und dann hat natürlich jeder gesagt, ich arbeite mich da rein. Und da habe ich gesagt, ich will erst mal rausfinden, ob du das überhaupt kannst. Und dann haben wir den Leuten eine Aufgabe geben, zum Beispiel arbeite dich ins Thema offene Immobilienfonds ein, da müssen sie sich 4 Wochen lang, bevor sie angefangen in der Firma, bevor sie angefangen haben, in das Thema einarbeiten, ja, und haben dann mit mir und 2 anderen einen mündlichen Test von einer Stunde gemacht, der sehr hart war, wo auch wieder viele durchgefallen sind bei dem Test. Ja. Und wir haben dann so, wir waren zu dritt und wir haben dann so Schulnoten gegeben für die Tests. Praktisch von 1 bis 6, ja. Und nur wenn er mit 2 bestanden hat, dann ist er eigentlich... Wie darauf reagiert? War ihm das wert, so einen Job zu kriegen nach so einem harten Test? War das Ansporn für die Bewerber? Ja, aber das hat jetzt auch was mit der Arbeitsmarktlage zu tun. Wo die Arbeitsmarktlage noch so war, dass es also nicht so einfach war, einen Job zu bekommen, dann haben das viele Leute mitgemacht. Später habe ich dann gesehen, da sind zu viele Leute in dieser Phase abgesprungen, weil die dann woanders anfangen konnten, wo sie es nicht machen mussten, dass ich das dann verkürzt habe. Und dann habe ich so einen Test genommen, einen anderen. Es gibt dann amerikanischen Elite-Universitäten, wo Recht studiert wird, da gibt es einen sogenannten LSAT-Test. Und da habe ich so Teile rausgenommen, da kann man praktisch die Intelligenz
Intelligenz und das Textverständnis und Auffassungsgabe der Leute messen und habe die dann einen Teil von den Testen, andere Tests durchführen lassen, die man an einem Tag machen konnte. Und dieses Verfahren mit den 4 Wochen, das ging dann irgendwann nicht mehr, weil ich gemerkt habe, die Arbeitsmarktlage, die hat sich verändert. Angebot und Nachfrage. Finden Sie heute noch Tests zeitgemäß? Denn wir erleben gerade so, jetzt nehmen wir mal unterschiedliche Branchen natürlich. Ja, aber gerade mal auf gute Führungskräfte, gute Sales-Leute, die können sich heute eher aussuchen, wo sie hingehen. Ja. Und die sagen auch heute, ich habe gerade vor kurzem mit jemandem gesprochen und gesagt, weißt du, ich bin jetzt 52, ich habe da ein Jobangebot gekriegt, da wollen die mich zum Assessment einladen. Da habe ich denen mal eine Vita gezeigt und gesagt, weißt du was, bei der Vita, die ich hier habe, da geht es jetzt hier, mache ich kann mit 52 kein Assessment mehr. Gut. Ist jetzt der, wir haben ja die Leute von der Uni genommen und klar, gab es auch welche, die es nicht wollen, aber wir haben auch unser Image gepflegt, dass wir gesagt haben, wir sind hier eine Elite und es ist hier eine Ehre, bei uns zu arbeiten. So, und das haben die Leute auch so empfunden. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Ruf und Image gehabt, sodass die Leute sich schon auch angestrengt haben und dass denen das schon wert war. Also wir haben immer eigentlich genug Bewerber gehabt. So, ja. Mich interessiert eins, Sie werden ja dieses Jahr, ich weiß, 60. Ja, und Sie haben gesagt, im letzten Jahr das Unternehmen verkauft. Warum schon verkauft? War die Gelegenheit günstig? Weil, wenn ich Sie auch jetzt wieder erlebe, Sie sprühen ja vor Schaffensdrang, vor Begeisterung, was zu gestalten. Also, ich habe ja, wie Sie vorhin gesehen haben, ohnehin mein ganzes Leben lang nicht nur eine Sache gemacht und das war auch nie mein Modell. Ne? Ich fand immer toll, ich habe immer Arnold Schwarzenegger bewundert, weil der hat ja erst mit dem Bodybuilding und dann mit der Schauspielerei und dann mit der Politik, ja, auch im Geschäftsleben, hat auch im Immobilienbereich, was viele nicht wissen, eine Menge bewegt. Ja. Und es war eher mein Modell, auch mehrere Sachen zu machen. Und deswegen war mir eigentlich immer klar, dass ich sage, ich mache das jetzt 15 Jahre, aber ich werde jetzt nicht mit 80 hier noch sitzen und immer die gleichen Sachen machen. Und finanziell hätte ich es dann schon lange nicht mehr nötig gehabt, weil ich durch die Firma, aber auch durch Immobilieninvestitionen, die ich gemacht habe, so viel verdient habe, dass ich also sowieso nie mehr im Leben arbeiten müsste. So, ja. Und habe dann schon manchmal die Idee gehabt, warum machst du das jetzt immer weiter hier? Ja, weil irgendwann habe ich auch gemerkt, nicht, dass es mich jetzt ankotzt hätte, aber die richtige Begeisterung für die Sache, das Brennen, ja, das sah weg, deswegen habe ich auch meine Autobiografie so genannt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Also für mich langt es jetzt nicht zu sagen, ich bin irgendwo zufrieden mit dem Job oder was weiß ich, sondern ich muss brennen und begeistert sein. Wenn ich das nicht mehr spüre, so jetzt war nur die Frage, wie kommst du da draus weg? Ich kann jetzt nicht irgendwo in die Firma gehen und sagen, guten Morgen den 40, 50 Leuten, ich habe jetzt keine Lust mehr, ihr seid jetzt alle entlassen. Ja? Du kannst so eine Firma auch nicht, da habe ich schon Verantwortungsgefühl danach für die Leute, ja? Du kannst auch nicht so eine Firma normal an irgendwo eine andere Firma verkaufen, weil eine Firma, die den eigenen Namen trägt und die auch sehr stark in der Außenwahrnehmung auf dich ausgerichtet ist, ja, da würde, wenn ich die überhaupt hätte verkaufen können, dann hätten die Leute bestimmt gesagt, du musst jetzt noch 4, 5 Jahre oder 3 Jahre da bleiben. Das wäre für mich so, wie wenn ich mich entscheiden lasse und der Richter sagt, sie müssen noch 4 Jahre mit der Frau zusammenleben. Das wäre also auch nichts für mich, sondern entweder so oder so. Ja? Schöner Vergleich. So. Nur wie hat denn Ihr Nachfolger jetzt eine Chance? Weil die Firma heißt ja immer noch Zittelmann. Nee, also jetzt ist so. Ich sag mal, wie kam es dazu? Es kam dazu, und das ist auch vielleicht eine ganz wichtige Lehre, auch für die, die jetzt zuhören. Es war eine ganz negative Geschichte. Es war Ende 2015 und da waren schon ein paar Mitarbeiter, wichtige Führungsleute von mir, hatten gekündigt. Wir waren also in einer sehr schwierigen Situation, die Firma, personell. Weil wir hatten viele Kunden, aber im Prinzip nicht mehr die richtigen Mitarbeiterressourcen, um das zu erfüllen. Der wichtigste Mann aber bei mir in der Firma, der seit 15 Jahren dabei war, der war noch an Bord. Und der ruft mich dann an. Ich war gerade am Frankfurter Flughafen, an der Abfertigung, am Band, telefoniere mit ihm, habe jeden Tag 10 Mal mit ihm telefoniert. Er sagt, ich habe ja auch noch eine Nachricht, aber eine schlechte, ich bin auch weg, Ende Januar bin ich weg. So. Ja? Nicht böse, wir haben es gut verstanden, aber der hat gemerkt, bei dem Zittelmann ist ein bisschen die Luft raus und der kann das auch selbst sehr gut. Ja? Und er hatte, ich habe dann gefragt, was wollen Sie machen, wollte er mir nicht sagen, aber ich habe dann schon drauf getippt, dass er eine eigene Firma machen will. Und dann jetzt ist wichtig, wie ich reagiert habe. Jetzt hätte ich auch so reagieren können, dass ich sage, Mensch, Schweinerei und was macht er da und so. Aber ich habe nicht so. Ich habe überlegt, wie tust du jetzt aus dem Problem was Positives draus machen? Und habe, ich glaube, nach 2, 3 Minuten habe ich denen gesagt, am Telefon damals nach dem Flughafen, was halten Sie von, wenn ich in die Firma verkaufe? Die Idee kam mir in dem Moment. Da hat er natürlich nicht gleich Ja gesagt, sondern der hat ja seine eigenen Pläne gehabt.
Aber ich habe gesagt, komm, lass uns zusammensetzen die nächsten Tage drüber sprechen. Dann haben wir gesprochen, dann haben wir Rechtsanwalt dabei und ich habe ja auch Banken, die, weil er hat auch kein Geld, also ausreichend gehabt, die das dann finanziert haben. Ja. Und ja, und dann hat er doch sich dafür entschieden, weil die Firma ja auch einen guten Markennamen hatte und eine bestehende Struktur, statt sie selbstständig zu machen, dann die Firma tatsächlich von mir zu kaufen. Das war also dann eine große Chance für mich. Und wo war der Fehler, dass Sie es nicht erkannt haben frühzeitig, dass der auf dem Absprung war? Ja, das ist so. Ich habe am Anfang, da der die Sachen, also der hat das eigentlich mit der PR besser gekonnt als ich. Mir hat zwar die Firma gehört, aber ich habe das nie gemacht mit den Journalisten der PR. Das war immer sein Ding. Ich habe die Firma praktisch geführt. Ich habe mich um die Positionierung der Firma gekümmert. Ich habe auch Sachen geschrieben und so. Aber jetzt mit den Journalisten, die Sachen, die hat er sowieso besser gekonnt. Und Sie waren schon auch so der Akquisiteur, wenn ich das richtig weiß. Und ich war immer der, vor allen Dingen, ja, stimmt, das Wichtigste, der die Kunden beigebracht hat. Immer, ja. Also ich habe alle Kunden, und das war im Laufe der Zeit ungefähr 140, die habe ich gebracht, da würde ich auch gerne zu was sagen, weil das war sicher meine größte Fähigkeit, wie ich das gemacht habe. Das ist ja. mein Punkt, da komme ich jetzt zu. Aber lassen wir nur, um das zu Ende, ja. Weil Sie gesagt haben, die Frage war ja, Nicht erkannt, ja. Wenn einer, ich habe am Anfang manchmal gedacht, vielleicht macht er das mal selbst, aber wenn einer 15 Jahre lang das nicht macht, ja, dann irgendwann denken sie auch, das macht er nie, ja, dann rechnen sie nicht mehr damit. Ja. Nach 15 Jahren rechnen sie nicht mehr damit. Weil die haben auch keinen Stress gehabt oder keinen Streit oder kein irgendwo. Ja. Das ist dann völlig überraschend dann, ja, der Anruf, ich hau ab. Ja. Okay. Aber nochmal zur Akquisition. Ja, das war mein Hauptding, was mir Freude gemacht hat. Und wo ich auch stolz bin. Also ich habe alle Kunden gebracht. Ja. So. Und das ging jetzt nicht nur darum, irgendwie Kunden zu bringen, sondern wir waren teuer. Auch teurer als die meisten Mitbewerber. Ja. Diese 10.000, sagen wir, war unterschiedlich. Am Anfang war es günstig, am Anfang waren es 10.000 D-Mark. Und dann, ich habe es im Laufe der Zeit bis ungefähr auf 10.000 Euro, 9.000 bis 10.000 Euro erhöht, immer wieder erhöht im Laufe der Jahre. Ja? Und hatte auch noch die Bedingung, eine Firma muss sich für 15 Monate verpflichten, diese Summe zu zahlen. Und wenn ich, sagen wir, von 10 Kunden, mit denen ich gesprochen habe, da waren sicherlich, würde man schätzen, 8, die hatten Interesse mit uns zusammenzuarbeiten. Aber zu anderen Bedingungen. Wir wollen nur ein Projekt machen, wir wollen nach Stunden bezahlen, wir wollen nur mal 3 Monate das erst probieren, wir wollen nach erschienenen Artikeln bezahlen, wir wollen nur 3.000 Euro bezahlen, wir wollen nur 5.000 Euro. Also jeder hat seine Ideen im Kopf gehabt. Ja? Aber ich habe ganz strikt durchgehalten. Ich habe gesagt, nein, es gibt nur diesen Vertrag und es gibt keinen anderen. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, 15 Monate und dieser Preis. Also ich sag mal, bei mir war keine Ausnahme, null. 90-95% Sturheit und jetzt kann 5% entgegenkommen, damit der andere in so einem Verkaufsgespräch auch irgendwo sein Gesicht wahren konnte und sagen konnte, ich habe auch noch was für mich erreicht. Also ein Beispiel. Einmal sagte einer, okay, der Preis wäre ja okay, aber nur wenn ich zufrieden bin. Da habe ich gesagt, wenn Sie jetzt nach 15 Monaten verlängern, ja, dann ist es doch ein Zeichen, dass Sie zufrieden sind, oder? Sagt er, ja, genau. Da habe ich gesagt, dann machen wir jetzt so. Für die ersten 15 Monate verzichte ich jetzt auf 1.000 Euro im Monat. Aber nicht dauerhaft. Die zahlen Sie nach, wenn Sie verlängern, weil dann sind Sie ja zufrieden. Ja? Aber nur dann. Ich stelle das Geld ins Risiko damit. Ja? So, damit habe ich ein Selbstvertrauen gezeigt. Klar, das ist ja auch eine Summe dann, immerhin 15.000 Euro. Und ich sage, die zahlen sie nur dann, wenn sie zufrieden sind, wenn sie verlängern. Und dann hat er für sich das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen was rausgehandelt für mich. Ich habe sie jetzt erst mal 1.000 Euro billiger gekriegt und das ist also psychologisch. Oder einmal bei so Vorleuten habe ich dann gesagt, okay, ich mache geringer, ich mache vielleicht sogar nur 5.000 Euro, aber ich kriege dann einen Promillebetrag von eurem platzierten Eigenkapital, was dann auch viel mehr teilweise war. Ja, also klar. Ich war schon ein bisschen eine Flexibilität, aber ich sag mal, mein Motto war 90-95% stur und 5% flexibel. Aber manchmal auch einfach nur stur. Also zum Beispiel, ich weiß noch mal ein Gespräch, das war die Geschäftsführerin von einer großen Banktochter, die fragt mitten im Gespräch einfach so, kann man da verhandeln beim Preis? Ja? Da habe ich nur gesagt, ein Wort, nein, hab weitergeredet. Von anderen Themen. Nein, weitergeredet. Die hat, hinterher sagt mein Kollege dann, der Wahl, so, was war das jetzt? Ja? Ich habe gesagt, guck mal,
mir war ganz klar, die will das machen. Ja. Die wollte halt nochmal für sich sagen, für ihre Kollegen, ich habe nochmal gefragt. Dann hat sie das ganz klare Nein gehört, sehr apodiktisch. Und dann hat sie für sich sagen, und ich habe gefragt, da war nichts zu machen. Und dann war das auch okay, da kann man einen Haken dran machen. Also diese Härte, und das war dann schwierig, auch wo Wettbewerber, dann kamen Wettbewerber, die haben uns massiv unterboten im Preis. Billig, alle für die Hälfte, für ein Drittel, und musste ich mich vertraglich festlegen, kannst jeden Monat kündigen, und die kamen dann alle an. Und dann war der Punkt, dass ich trotzdem meine Linie dann weiter durchgehalten habe. Was dann natürlich schon schwierig war mit den Wettbewerbern, ja, aber das hat sich im Prinzip sehr bewährt, dass ich diese Härte wirklich dabei mitgebracht habe. Ja. Also ich bin jemand, der auch wirklich, auch wenn ein Kunde gekündigt hat und hat gesagt, ja, wir kündigen, aber wir wollen dann weiter projektweise, wir wollen weiter mit ihm machen, aber projektweise. Aber ich sage, nein, wenn Sie jetzt kündigen, dann ist es, müssen Sie ganz klar wissen, dann gibt es keinerlei Art der Zusammenarbeit mehr. Ja, sehr gute Linie, das kennen wir bei uns aus dem Haus auch. So, kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema zum Schluss hier, Psychologie, der Superreiche, das verborgene Wissen der Vermögenselite, für mich eines ihrer tollsten Bücher. Ja, und dort haben Sie was entdeckt, was mich natürlich extrem fasziniert hat. Was war für Sie das, was Sie entdeckt haben, wo Sie sagen, da steht in keinem anderen Geldbuch drin, beziehungsweise ich habe so auch nie bisher, und ich habe einige gelesen, wiedergefunden? Also ganz viele neue Sachen, aber eine wichtige Sache, die Sie jetzt sicherlich auch meinen und die auch sehr wichtig ist, das ist die Bedeutung von verkäuferischen Fähigkeiten. Genau. Also von den 45 Leuten, wie gesagt, die meisten hatten so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde. Es waren auch ein paar, drei dabei, die haben mehrere Milliarden gehabt, und es waren auch ein paar Arme, die haben eher so um die 20 Millionen gehabt. Ja. Die Armen. Genau, ja, aber sagen wir mal, von denen haben zwei Drittel haben gesagt, dass die verkäuferische Fähigkeit war für mich von absolut ausschlaggebender Bedeutung, um diesen finanziellen Erfolg und den Erfolg als Unternehmer zu haben. Und ein Drittel hat sogar gesagt, dass das verkäuferische Fähigkeit mindestens 70-100% von ihrem Erfolg ausgemacht hat. Also jeder Dritte hat gesagt, zwischen 70-100% des Erfolges hängen an verkäuferischen Fähigkeiten. Was mir dabei aufgefallen ist, wenn Sie normale Leute auf der Straße fragen, dann verbinden ja viele mit dem Begriff Verkauf auch eher was Negatives. Die sagen, ah, bin doch kein Verkäufer oder so, ja, weil die damit was Negatives verbinden, einen, der Leuten Sachen andreht oder was weiß ich. Diese Leute haben überhaupt nichts Negatives mit verbunden. Im Gegenteil, die haben ja gesagt, alles ist Verkauf. Ja? Nicht nur jetzt Produkte, sondern ich muss als Projektentwickler zum Beispiel beim Amt eine Genehmigung bekommen für das Projekt, so wie ich sie will, Verkauf. Ja? Ich muss tolle Mitarbeiter anziehen für meine Firma, Verkauf. Ja? Also sie haben gesagt, alles ist Verkauf. Und ich habe dann auch die Leute gefragt, macht es ihnen auch eine Freude, wenn da erstmal Nein gesagt wird, ins Ja umzudrehen? Manchmal, das ist das Tollste für mich überhaupt. Das ist mein Ding. Ja, also das kann man wirklich sagen, dass diese verkäuferische Komponente, und das verstehe ich nicht, dass das in den Büchern, die man normal liest, wie das der Reich und was weiß ich, dass es nicht drinsteht. Vielleicht hängt es aber auch dran, weil das sind Bücher oft von Leuten geschrieben, die theoretisch was darüber schreiben. Die haben irgendwie im Kopf eine Theorie, wie wirst du reich. Ich habe ja aber die Leute selbst befragt, die selbstmade reich geworden sind. Ich habe ja nicht irgendwas zurechtgesponnen, sondern ich habe gesagt, du fragst einfach die Leute selbst mal, und da ist es bei rausgekommen halt. Ja, wobei, was ich auch spannend fand, Sie sagten, ich habe auch Leute befragt, die ein paar Millionen schon von zu Hause mitbekommen haben, die es aber vervielfältigt haben, die also eine Menge daraus gemacht haben, die auch gesagt haben, das waren meine verkäuferischen Fähigkeiten und mein Verhandlungsgeschick. Genau, ja. Und das ist komischerweise in der Forschung bisher überhaupt nicht beachtet worden. Ja. Und das war für mich schon, ich glaube das auch wirklich, dass also, wenn man ein Unternehmen anschaut, woran es hakt, ja, dann ist es ganz oft einfach, dass es im Vertrieb, im Verkauf hakt am Ende. Klar, das Produkt muss stimmen, ja, aber was nützt das beste Produkt, muss ich ehrlich sagen, wenn du unfähig bist, es zu verkaufen. Ja. Absolut. Was sind denn so Ihre wichtigsten Führungsgrundsätze, Führungstipps? Was können Sie anderen Führungskräften hier und heute mitgeben? Und dann habe ich natürlich noch so eine kleine Fangfrage, die ich in Ihrer Biografie gefunden habe. Ja, die wichtigsten Führungstipps. Erster, sei nicht ganz so, raste nicht ganz so stark aus, wie ich es gemacht habe, ja, weil das bewährt sich nicht unbedingt, dann hauen die auch die Leute teilweise ab. Aber andererseits, sei schon
konsequent in der Ansage, die du machst. Vielleicht erzähle ich dann ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was ich mache. Gerne. Ein Beispiel, was mich in eine gute Richtung geführt hat und auch ein bisschen in die Irre geführt hat. Ich habe erzählt, mein erster Job war beim Ullstein Verlag als Cheflektor. Da hatte ich zwei Chefs über mir, Verlagsleiter, zwei. Das eine war ein älterer Herr, der hieß Müller-Crepin, vornehm, Kunstsammler, Kunstgeschichte, tolle Manieren, küsst die Hand, gnädige Frau und ganz beliebt bei allen, immer Top-Manieren. Ja? Allerdings, wenn er was gesagt hat, dann war das nur so eine Option, was man machen konnte. Also man konnte es machen, man konnte es aber auch nicht machen. Ja? Und dann war der zweite Verlagsleiter, war der Sohn vom Verleger, junger Typ, Anfang 30, genau das Gegenteil. Knallroter Kopf, immer Hobby-Rennfahrer, Führerschein war schon weg, weil er auch privat so gefahren ist. Ja? Und immer auf 180 und immer entweder zack, 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 zack. Ja? Der war nicht beliebt in der Firma. Ja? Aber wenn der was gesagt hat, hat keiner überlegt, ob er das machen soll oder nicht. Dann war das klar, dass es gemacht wird. Da wäre keiner auf die Idee gekommen. Da habe ich mir die beiden angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt die Wahl, entweder die mögen dich alle oder die machen das, was du sagst. Und dann habe ich mich eher dafür entschieden, die machen das alle, was du sagst. Und das ist auch richtig so. Geht nicht beides, mögen und die machen, was du sagst? So. Ja, ich habe dann später erst ein bisschen gelernt im Laufe des Lebens, ja, dass ich es zu sehr in die eine Richtung übertrieben habe. Also ich würde schon immer noch dazu neigen, zu sagen, es ist wichtiger, dass die Leute dich respektieren und wirklich das machen, was du sagst. Ja? Aber es ist auch kein Fehler dabei, wenn sie dich mögen. Ja? Also so würde ich sagen. Ja? Also ich habe es an sich richtig erkennt, dass ich auch heute noch richtig finde. Aus diesem Anschauen der beiden Leute habe ich zu sehr ins Extrem getrieben. Verstanden. Und heute würde ich sagen, das habe ich auch gesehen, ich habe die Leute am Persönlichkeitstest gemacht, alle bei mir, die reichen. Ja? Und da waren verschiedene Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. Ja? Und es gibt da so eine Persönlichkeitstheorie, dass wir alle fünf Persönlichkeitsmerkmale haben. Eines davon heißt Verträglichkeit. Das heißt, wie verträglich oder wie konfliktorientiert ist der Mensch? Jetzt habe ich für mich was Folgendes Interessantes gelernt. Keiner von den 45 war so unverträglich wie ich. Also die Punkte, die gingen von 0 bis 40. Ja? 20 war so neutral. Und wer unter 20 ist, der ist schon ein bisschen unverträglich. Und wer über 20 ist, umso mehr Richtung 40, ist verträglich. Den haben Sie entwickelt, den Test? Oder? Nee, das war ein Test, der ist von Psychologen entwickelt worden. Den haben wir selbst ausgedacht. Ja? So. Und da war einer nur, der hatte weniger als 10 Punkte und der war ich so. Und da habe ich gesehen, also ganz so krass musst du es nicht machen. Die anderen, die sind ein bisschen verträglicher als du. Da sind auch einige ziemlich unverträglich dabei gewesen. Ja. Aber die sind schon ein bisschen verträglicher als du. Also du kannst ein bisschen was davon weggehen. Das würde ich auch anderen mitgeben. Also übertreib es nicht so in diese Richtung. Also wie Frau Zellis noch so schön gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Richtig, genau. Jetzt muss ich natürlich nochmal, ich sage so eine Fangfrage, vielleicht ist es auch gar keine Fangfrage. Ja. Ich fand Sie da sehr offen in Ihrer Biografie. Ich habe ja ein ähnliches Buch sehr offen geschrieben, warum keiner wirst du nach oben kommst, auf so meine Geschichte. Genau, das hat mir toll gefallen, habe ich auch gelesen. Tolles Buch, übrigens kann wirklich jeder lesen. Dadurch, wenn man es kennengelernt, ich habe das Buch gelesen und war so begeistert, dass ich eine Besprechung darüber geschrieben habe und dann haben wir uns dadurch kennengelernt. Das stimmt, vielen Dank nochmal an der Stelle. Gehört übrigens auch Selbstbewusstsein dazu, in dem Alter, wie Sie oder ich sind, überhaupt eine Autobiografie schon zu schreiben. Das machen nur selbstbewusste Menschen. Das stimmt. Die meisten machen das gar nicht. Aber der Obama hat schon mit 30 eine Biografie geschrieben, Autobiografie, obwohl er noch überhaupt nichts geleistet hat. Aber Selbstbewusstsein hat er wahrscheinlich schon gemacht. Das hätte er sich gemacht mit 30 Jahren. Eins fand ich spannend. Ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen dort, ich bin dann am 31.12. Jahr, wie der ein oder andere vielleicht weiß, geheiratet. Und da habe da ja auch so ein bisschen über meine Geschichten geschrieben, dass ich ein bisschen suchen durfte, bis ich gefunden werde oder die richtige gefunden habe, wie ich es immer so schön sage. Und sie sagt auch, ich wollte aus einem Grund reich werden, weil? Also ich wollte aus vielen Gründen reich werden. Ich habe mehrere Gründe genannt, aber sie spielen auf einen der Gründe an. Ja, ja. Also es war nicht ein Grund, es waren mehrere. Und ein Grund, das ist ein sehr ehrliches Buch, dass ich schon gesagt habe, wo ich jung war, ich hatte immer sehr, sehr hübsche Freundinnen, also schon, wo ich jung war. Ich glaube, Sie haben auch kennengelernt, heute meine Freundin, frühere Freundin, können das vielleicht auch bestätigen. So, also stimmt, da, dafür war ich auch schon früher bekannt, wo ich jung war. Dann habe ich aber schon folgende Einsicht gehabt. Wenn du mal älter wirst und hast dann keine Kohle, ja, dann wird es mit jungen, hübschen Freundinnen vermutlich schwieriger, ja, als wenn du auch Kohle. Was nicht heißt nur, ich habe auch eine tolle Figur, denke ich, für mein Alter, die so viele nicht haben mit Anfang 20. Und ich hoffe, ich habe auch eine sympathische, nette Art. Also es ist nicht nur das Geld, aber ich bin so ehrlich und sage, ich glaube, wenn ich jetzt Busfahrer wäre oder Hartz-IV-Empfänger und würde statt in mein Bentley
auf einen verrosteten Fahrrad kommen, dann bin ich schon so realistisch, dass ich sage, dann wären die Mädchen mit Anfang 20 wahrscheinlich nicht so einfach dann von mir zu begeistern. Ja. Das war schon mit auch ein Grund. Ja, ja, da muss ich schmunzeln, also, weil die Offenheit, die gibt ja keiner gerne zu. In den Interviews haben es zwei auch zugegeben. Also ich glaube, da waren noch mehr dabei, die auch so denken, aber zwei, die ich interviewt habe, die haben es auch zugegeben. Der eine, der hat so formuliert, der hat gesagt, also als Busfahrer, da müsstest du schon einen ziemlichen Charme haben, wenn du dann noch mit... Also ich habe mal einen Artikel veröffentlicht, auch nach meinem Movies rauskam, der wurde auch sehr polarisiert diskutiert, wo ich geschrieben habe, eben Erfolg macht sexy, in einem Interview gegeben habe, und das ist einfach so, es gehört irgendwie auch dazu. Ja, hier hat mal einer gesagt, ein sehr guter Verkäufer, der hat mir gesagt, ein guter Verkäufer kennt man immer dran, dass er eine Freundin hat, die hübscher ist, als ihm eigentlich zusteht. Schönes Beispiel. Was ist eine Marotte vom Dr. Zittelmann? Gibt es eine Marotte? Da müssten Sie jetzt meine Freundin fragen, da gibt es eine ganze Menge so, ich weiß nicht, so, also was meinen Sie mit Marotten jetzt genau? Irgendeine Art, er schläft beim Fernsehen ein, er schläft über ein gutes Buch ein, er lässt die Brille beim Schlafen auf, I don't know, gibt es irgendeine Marotte? Morgens immer Kamillentee. Also zum Beispiel eine Marotte ist, dass ich immer zum Einschlafen und schon seit vielen Jahren dieselbe Musik höre. Und das ist von Ennio Morricone, der zum Beispiel spielt mir jetzt Lied vom Tod, das war mal in Amerika. Ja. Das höre ich immer zum Einschlafen zum Beispiel. Ja. Spiel das Lied vom Tod, hören Sie zum Einschlafen? Nicht das nur unbedingt, sondern die Musik von Ennio Morricone. Oh, okay, dann bin ich ja ruhig, ich habe mir gerade schon gedacht. Nein. Ja. Der hat ja auch andere Filmmusik, ich war auch neulich im Konzert von ihm. Ja. Und ja, eine Marotte ist auch vielleicht, dass ich oft Monate oder manchmal jahrelang immer das Gleiche esse. So. Okay. Was ist noch ein unerfüllter Wunsch? Gibt es noch irgendwas? Ja, das habe ich am Ende meiner Autobiografie, die ich übrigens mal jedem empfehlen möchte hier, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, da ist das ganze Leben nochmal dargestellt. Ja. Ja. Da habe ich auch eine Andeutung gemacht. Und zwar bei mir ist ja eine Sache, die ich nicht habe. Ist ja, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Ja. Und das war auch irgendwo nichts, was bei mir in der Prioritätenskala oben stand. Ja. Sonst hätte ich es ja längst, eine Familie und Kinder. Aber es kann schon sein, dass das irgendwann nochmal ein Thema wird, kann ich jetzt nicht konkret sagen. Da kann ich auch eine Geschichte vielleicht noch am Schluss dazu erzählen. Die hat auch was mit Networking wieder zu tun. Und zwar, ich war in Bali im Urlaub mit meiner Freundin damals und habe immer, ich lese immer im Urlaub viele Bücher und habe ich ein Buch gelesen von Jim Rogers. Ich weiß nicht, ob so einer der bekanntesten Investoren, der hat mit Soros den Quantenfonds gemacht und er hat eine Menge tolle Bücher geschrieben. Der steht zweimal im Guinness Buch der Rekorde, weil er 3 Jahre mit dem Motorrad durch die ganze Welt ist und nochmal 2 Jahre mit dem Auto um die ganze Welt ist. Das hat keiner gemacht, 120 Länder. Und dessen Bücher habe ich gelesen und dann lag ich in Bali da im Liegestuhl, habe sein neuestes Buch gelesen und habe gelesen, er wohnt in Singapur. Da habe ich im Internet geguckt und habe ihm eine Mail geschrieben, sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie und ich bin nächste Woche in Singapur und würde sie ganz am Abendessen einladen. Ja? So, und dann habe ich gedacht, mehr ist, dass der nicht antwortet, kann mir nicht passieren. Der hat aber geantwortet, wir haben es auch getroffen. Dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Er sagt, also er wollte nie Kinder haben. Ja? Er hat sogar eine extreme These gehabt, er hat gesagt, Kinder sind die größte Zeit- und Geldverschwendung der Welt. Ja? Eine These, die ich jetzt nicht habe, aber das war seine. Und da hat er gesagt, und mit 60 hat er dann geheiratet. Da hat er die richtige Frau gefunden. Und jetzt sind die Kinder, ja, 2 Kinder, ja, sind alles für ihn. Ja, ich muss jetzt weg, ich muss zum Kindergarten. Und er widmet seine Bücher seinen Kindern und erzählt von den Kindern. Es sind 2 Mädchen, die leben in Singapur. Und er ist sogar extra aus Singapur gezogen, damit die Mandarin lernen und nicht nur Englisch. Und da habe ich gedacht, okay, mit dem Typ kannst du dich jetzt eher identifizieren. Einer, der mit Anfang 20 irgendwo sagt, klar, Familie und so gehört dazu und Kinder, so bin ich nicht. Ja? Aber so ein Typ wie der hat auch Geschichte studiert wie ich, der hat auch Bücher geschrieben, der ist reich, reicher als ich. Ja? Ist auch so ein Nonkonformist, der immer mit konträren Investments reich geworden ist, so wie ich auch. Ja? Und da habe ich gesagt, okay, da kannst du dich eher mit identifizieren. Vielleicht wird das auch nochmal dein Ding so wie bei ihm. Ja? Also, kann ich nicht sicher sagen, kann sein. Ja, super, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende, wirklich sehr offene Interview hier. Danke. Bei Leaders Café. Wenn es Ihnen gefallen hat, denken Sie daran da draußen, teilen, liken, Kommentare geben, dafür machen wir das Ganze. Viel Spaß beim Reinhören und bald heißt es wieder dann die 3. Folge. Hört wieder rein bei Leaders Café.